Patienten mit Dickdarmkrebs, welche keine Fernmetastasen haben, fragen mich ganz häufig, was kann ich sonst noch tun, damit dieser Tumor nicht wiederkommt? Ein Rückfall ist häufig tödlich und deshalb ist diese Frage absolut gerechtfertigt. Man hat nun in einer großen Studie gesehen, dass Nahrungsfasern einen deutlichen Nutzen zeigen. Es wurden ca. 170.000 Leute über Jahre beobachtet und man hat in dieser Kohorte drin 773 Todesfälle gehabt. Von diesen 773 Todesfällen sind alle an Dickdarmkrebs verstorben und man hat dort geschaut, wie haben sich diese Leute ernährt. Und man hat gesehen, dass Leute, die sehr viele Nahrungsfasern nehmen, eine deutliche Reduktion haben des Todesrisikos. Also die bekommen dann keinen Rückfall, nachdem sie schon mal einen Dickdarmkrebs gehabt haben. Der Effekt war ziemlich stark und man hat gesehen, dass schon 5 Gramm zusätzliche Nahrungsfasern, und zwar sind es Nahrungsfasern von Getreide, nicht von Gemüse oder von Früchten, dass 5 Gramm zusätzlich pro Tag die Mortalität ca. um 30% reduzieren. Zusätzlich war dieser Effekt additiv, das heißt, wenn man mehr davon isst, also zum Beispiel 10 Gramm oder 15 Gramm, dann hat man also eine deutlich noch höhere Reduktion der Mortalität. Dieser Effekt ist wirklich stark, die Daten sind relativ gut, bessere Daten werden wir lange nicht bekommen und deshalb finde ich, sollte man dem Patienten wirklich empfehlen, Nahrungsfasern aus Getreide zu sich zu nehmen. Es gibt verschiedene Produkte, die man da kaufen oder einnehmen kann und eben das, zum Beispiel solche Biscuits von Davida oder Blevita, von Migros gibt es die auch. Diese haben relativ viele Nahrungsfasern. Man kann auf der Packung schauen, wie viel das genau sind. In der Regel leider nur ungefähr 10% des Gewichtes sind dann effektive Fasern. Also ich würde wirklich dringend empfehlen, allen Leuten, die insbesondere Dickdarmkrebs gehabt haben, dass sie sich vermehrt mit Nahrungsfasern gegen einen Rückfall schützen. Besten Dank.